Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und gerade eben, Leute, um genau zu sein, vor 17 Minuten hat Star Stable ein Video rausgebracht, das da heißt Farah's Crafting Workshop. Und man sieht hier tatsächlich eine kleine Eule. Und ich dachte ja, dass sie vielleicht ihren Shop erweitert, aber anscheinend erweitert sie nicht nur ihren Shop, sondern ein Crafting Workshop ist etwas, wo wir, Leute, wo wir etwas herstellen können, oder nicht? Ich hätte gesagt, wir gucken uns den Trailer jetzt gemeinsam an und reden drüber, Leute. Leute, das ist so cool. Habt ihr das gesehen? Das ist Farah. Sie sagt, ob wir bereit sind. Ob wir bereit sind. Und dann kommt die Eule und sie sagt, lass uns anfangen. Ich flippe aus, Leute, die Eule. Ich brauche sie in meinem Leben. Also, make new friends. Sie haben gesagt, wir können neue Freunde finden. Ich nehme mal an, wir können die Eule kaufen. Oder wir kriegen sie geschenkt, wenn wir irgendwas fertig machen. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Wir gucken einfach mal ganz kurz weiter hier. Join Farah and Toby on an adventure. Oha, die Eule heißt Toby, Leute. Die Eule heißt Toby. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die dann jetzt bekommen können oder nicht. Weil die sagen hier ganz klar, wir sollen Farah und Toby begleiten auf dem Abenteuer. Oder bei dem Abenteuer. Und zwar Sachen zu craften. Wir müssen überall in Jorvik Blumen und so weiter finden, um dann, oh mein Gott, habt ihr das gerade gesehen? Um dann Sachen herzustellen, oder? Ich meine, ich weiß nicht, ob wir nur Blumen herstellen können oder auch andere Dinge. Ich meine, Leute, das ist so cool! Es ist auf jeden Fall in Vale Day, Leute. Einige hatten in-game wohl schon den Ort gesehen, wo das Ganze aufgestellt wird. Und das sieht so toll aus. Also ganz klar können wir hier was kaufen. Ich hoffe, dass wir Toby oder vielleicht irgendwelche anderen Eulen kaufen können. Denn ihr wisst, ich liebe Pets und so eine Eule. Ich meine, Leute, stellt euch vor, es gibt Hedwig oder so. Also, wenn ihr Harry Potter nicht kennt, Hedwig ist die Schneeeule von Harry Potter. Und sie ist weiß und sie ist mega cute und ich liebe Hedwig und ich hätte sie gerne im Spiel. Und ich weiß, ich rede doppelt so schnell wie sonst, weil ich hysterisch bin. Weil ich mich einfach so freue und als ob wir da Sachen learn Jovian Crafting Methods. Oh mein Gott. Und wir lernen wahrscheinlich von Farah dann, wie wir Sachen herstellen können. Das ist so cool. Ich hätte niemals gedacht, dass das irgendwann mal in Star Stable tatsächlich möglich ist. Unlock, jetzt Moment, was stand da? Ich kenne es tatsächlich nur von anderen Spielen, dass man halt Sachen herstellen kann, wie zum Beispiel eben in Horse Riding Tales. Unlock heaps of recipes. Wir können Rezepte herstellen, Leute, wie in Animal Crossing. Wir können Rezepte herstellen, dann müssen wir die Zutaten finden und dann müssen wir die Sachen herstellen. Ich flippe komplett aus. And make new friends. Ja, make new friends. Leute, das ist aber nicht Farah, das ist ein Spieler. Das heißt, ich hätte gesagt, es ist confirmed, dass wir Eulen als Pets ins Spiel bekommen. Ich flippe aus. Es ist so unfassbar cool. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, was haltet ihr von Eulen im Spiel? Ich hätte wahnsinnig gerne Hedwig. Diese Eule ist das cuteste, das cuteste ever. Wie gesagt, ich hoffe, dass es verschiedene Farben der Eulen gibt. Ich würde es mega feiern, wenn es irgendwie eine schwarze, eine rote, eine weiße, halt, was halt so wirklich für Eulen auch gibt, geben würde. Und dann, oh mein Gott, ich möchte Hedwig im Spiel, Leute. Das ist mein Wunsch. Ich hoffe, er wird mir erfüllt. Ich bin auch mega gespannt, was für Rezepte wir herstellen können. Denn ich glaube nicht, dass es wirklich gespoilert wurde, oder? Weil, also, oder? Ich meine, wir sehen hier Nägern und doch Satteltaschen und Sättel. Oh mein Gott, das wäre so cool. Guckt mal. Glaubt ihr, wir können alles das, was hier rumliegt, herstellen? Dann könnten wir verschiedene Sättel,
Bosal. Guckt mal, diese wunderschöne Satteldecke. Sind das hier oben Boots? Das könnten Boots sein, Leute. Das könnte möglich sein. Das ist mir beim wie viel Mal habe ich jetzt durchgescrollt, bis mir das aufgefallen ist. Weil das könnte natürlich sein, Leute, dass wir verschiedene Sachen herstellen können fürs Pferd, für den Reiter, die nur exklusiv halt einfach herstellbar sind. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, ob wir noch irgendwas finden, was hier rumhängt. Ja, zwei verschiedene Outfits und zwei verschiedene Arten von Sets fürs Pferd. Das heißt, zwei verschiedene Arten für den Reiter und fürs Pferd. Könnte möglich sein, Leute. Das wird mega, mega nice werden, Leute. Am Mittwoch um 16.30 Uhr werden wir einen Livestream machen auf Twitch unter twitch.tv/nickroll. Natürlich bringe ich ganz normal auch die Update-News auf YouTube. Das ist natürlich selbstverständlich. Aber ich hätte gesagt, um 16.30 Uhr gucken wir uns das einfach alles an und versuchen, die ganzen Sachen zusammen zu pfriemeln. Und vielleicht können wir dann im Livestream gemeinsam schon das ein oder andere herstellen. Ich bin unfassbar gehypt. Unfassbar gespannt, was für eine tolle Edition ins Spiel. Oh mein Gott, es ist mega cool und ich meine, letztendlich haben sich alle Star Stable Spieler gewünscht, dass wir ein bisschen mehr zu tun bekommen in Star Stable und das ist eben die Antwort. Sie sagen, ihr könnt jetzt Sachen herstellen und könnt einfach eure Zeit mit Craften und so verbringen. Ich finde es mega cool. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr von diesem Update haltet. Ich meine, wir haben es noch nicht bekommen, Leute. Wir haben noch 2 Tage Zeit, aber ich freue mich jetzt einfach so unfassbar auf Mittwoch. Auf das Update, Leute, wie gesagt, wie ganz normal kommt die Update-News. Und um 16.30 Uhr streamen wir dann auf Twitch unter twitch.tv/nickroll. Den Link zu meinem Twitch-Account findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ich würde mich natürlich über ein Follow freuen und falls ihr kein Twitch habt, einfach am Mittwoch um 16.30 Uhr auf den Link klicken. Dann könnt ihr auch, ohne dass ihr bei Twitch angemeldet seid, mitschauen. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!